Listen to my story. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht! Hail, it's about time. Samstagabend, Trash Night, bin mir natürlich wieder und wir zocken Starlit oder Starlight Adventures, ein Spiel von Rockhead Games. Und ja, bevor ihr euch denkt, warum ich jetzt so laut rede, es liegt daran, weil die Musik so laut ist. Und falls ihr euch fragt, ah, warum stellst du die Musik nicht leiser? Ganz einfach, es gibt nur zwei Optionen, entweder du kannst Ton an oder Ton ausmachen. Ja, es gibt keine Möglichkeit, hier auf irgendeine Art und Weise die Musik leiser oder lauter zu drehen, deswegen muss ich das jetzt während des Schneidens machen, das geht wohl nicht. Das tut mir leid, aber ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, weil meine Ohren fliegen gerade weg, weil die Musik extrem laut ist einfach. Es gab eine Cutscene, die ich leider verpasst habe. Aber nicht so schlimm. Ja, es ist halt, wie man sieht, halt ein Jump'n'Run eventuell. Ne? Auf jeden Fall. So, gehen nach links, gehen nach rechts. Superkraft, springen. Setz die Kraft ein. Bewegen, graben, bla bla bla. Spielalarm anzeigen. Als wenn das jemand interessiert mit dem Spielalarm. Das werde ich gerade gehen, aber ich hatte vorhin ein richtiges Kackspiel gespielt. Ne? Ich sag jetzt nicht, was es war. Vielleicht kommt die Trash eher als das Spiel, was ich vorher gespielt hatte. Weil ich mache das immer wöchentlich abhängig. Falls ein neues Free-to-Play-Spiel kommt, zocke ich das eher als jetzt ein älteres, weil das ist jetzt wiederum ein älteres. Denn so langsam gehen ja die Spiele aus und, oh. Ja, graben wir uns hier durch. Ob hier noch was ist. Okay, ich kann mich nicht nach oben graben. So, einsame. So. So. Ein Speicherpunkt erreicht. Nice. Gehen wir erstmal hier runter, dann hier runter. Zerschmettern, ein Gegner zerschmettert. Okay, gut zu wissen. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen, nicht, dass ich jetzt komplett runterfalle. Okay, jetzt muss ich geschickt sein, weil mit einer Bewegung muss ich jetzt sofort da raus. Jawohl. Warum geht das nicht? Okay, geht nicht. So, nochmal jetzt dasselbe Spiel. Jawohl. Und wieder runter. Wahrscheinlich Speicherpunkt erreicht, ja. Ja. Oh Gott, ich weiß jetzt schon wieder, dass ich dieser Treasure nicht lang gebe. Das Schlimme ist, das Spiel ist ja nicht schlimm, aber es ist jetzt nicht etwas, was man jetzt die ganze Zeit zocken würde. Jetzt muss ich nachdenken, wie mache ich das am besten? Okay, ich kann nur eine Ebene hochspringen, heißt. Für eins von denen muss ich mich entscheiden, ich mache die Seite. Oh, hat sogar gelohnt. Oh, okay. Machen wir die hier, weil hier ist mehr. Oh, sogar richtig entschieden, weil da war sogar ein Diamant. Kann ich das auch zerstören noch? Nein, kann ich nicht. So. Ich habe eigentlich schon richtig Jump'n'Run erwartet und nicht sowas eigentlich, aber egal. Nein! Nein! Das Gold! Ich hab's liegen lassen! Naja, ist okay. Top-Freunde. Okay. Erzählen Sie einem Freund weiter, auf jeden Fall. Nuro hat recht, er hat die versteckt. Ja, ja, ah, ist okay. Weiter geht's. Ich kann es mit anderen spielen. Bestätigen, ja. Indianeranzug spielen. Oh, da ist ein erster Gegner. Komm hoch. So. Oh. Achso. Ach, die kann ich auch so zerstören. Okay, für eins davon muss ich entscheiden.
So. Easy. Okay, in der Mitte ist ein Stern, den nehme ich jetzt auch mit. Und ich sage jetzt auch so viel, es wird das letzte Level sein, was ich wieder hier spiele. Weil das Spiel ist jetzt schon für mich so... So mehr einfach, ne? Combo. Oh. Nein, ich hab die Dinge verpasst. Zumindest einige davon. Ach stimmt, ich hab den Stein zerstört. Hab ich das zerstört? Ah ja, stimmt. Warface wollte ich auch noch spielen, ne? Aber ich konnte mich auf eine Seite entscheiden. So, Combo. Wieso spiele ich eigentlich jedes Mal so einen Müll in der Trash Night? Ich verstehe es wirklich nicht. Was habe ich noch falsch gemacht? Ich habe jetzt eigentlich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe eigentlich mehr von dem Spiel erwartet, aber das hier ist wirklich das, was ich am wenigsten erwartet habe. Als ziehe ich jetzt Merkel mit drin. Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht. Ich dachte gerade wirklich, das wäre so ein... Ja, ich kann es nicht kaputt machen. Ne, geht nicht. Okay, wahrscheinlich muss ich davon hier aus hoch. Oder nicht. Ach komm, scheiß drauf. Kein Bock jetzt drüber nachzudenken. Ah, guck mal, die Kiste ist schon Dings. Wow. Alter. Boah, sorry, tut mir leid, aber das Spiel ist absolut langweilig. Es ist absolut langweilig. Ich hab mehr erwartet. Oh, guck mal, ich hab ein Paket. Oh nein, ein Sticker-Paket. Jetzt geht's los, ey. Könnte ich mein Panini-Sticker-Album kleben. Aber wahrscheinlich hätte ich damit das schaffen können. Ist doch scheißegal, wirklich eh nicht so spielen. Na ja, komm, weil sonst die Trash zu kurz wäre, nehme ich jetzt das noch mit. Ah, dann will ich die Trash absolut für beendet erklären. Also, tut mir furchtbar leid für die, die jetzt wirklich... Okay, das ist eh runtergefallen. Für die, die jetzt erhofft haben, boah, ich hab den größten Spaß der Welt. Nein, habe ich nicht. Zerschmettert. Oh, ich habe ihn auch so zerschmettert. Oh lala. Ich habe einen Sticker bekommen. Kann es eigentlich auf meinen Kopf fallen? Erstmal auszessen. Nein, kann es nicht. Boah, ich hatte jetzt zerquetscht es mich. Vielleicht beendet es mein Leid. Komm hoch. Zack. Ach, ich hätte damit zerschmettern können. Na ja, komm, mit dem Weg hier. Bam. Und... Alter, ist das Spiel scheiße. Aber das habe ich mir auch gedacht, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist. Wahrscheinlich von einem Indie-Entwickler. Und dann tut es mir auch furchtbar leid, aber ganz ehrlich. Wenn du sowas veröffentlichst, dann musst du auch mit Kritik rechnen. Und das hier ist... Wahrscheinlich ist es für Kinder gemacht und wahrscheinlich ist es wirklich für Kinder gemacht, weil es spielt sich auch, als wenn es für Kinder gemacht wurde. Ah, mir fällt gerade ein, ich hätte wahrscheinlich Dings machen können. Oh, ich habe das einen verpasst, wie habe ich das geschafft? So. So. Wow. Okay, komm. Gibt's einen Shop in dem Spiel? Das guck ich mir jetzt auch noch schnell an. Ach, komm, halt's mal, Max. Billiger Schmuck. Billiger Schmuck.
Nein, ich würde es nicht meinen Freunden erzählen. Boah, es gibt eine globale weltweite Wisse. Es gibt eine Weltrangliste. Ich bin Rang 21, das heißt, dieses Spiel. Ne, ich bin nicht Rang 1. Doch, ich bin Rang 21. Das Spiel haben nicht ernsthaft 21 Leute gespielt, nur. Doch. Doch haben sie. Komm, also das. Ich gehe zurück. Ja, zwei kostet Spielmarken. Halt's Maul. Ja, ich glaube, es gibt keinen Shop. Es gibt, glaube ich, keinen Shop. Zumindest sehe ich keinen hier. Was sage ich denn im Spiel? Ganz ehrlich, ich sage nicht schlechter als Wolf Team. Aber das Spiel letzte Woche hat noch weniger Spaß gemacht. Und das Spiel sieht halt auch nett aus. Ja, ist wahrscheinlich für Kinder gemacht worden, aber ich sag mal so. Mein Kind würde ich es zocken lassen. Ich selbst würde das nicht jetzt einen ganzen Tag lang zocken wollen. Natürlich, wenn ich ein Kind hätte, ne, jetzt nicht falsch verstehen. Aber für mich persönlich jetzt, weil es ist jetzt ja auch meine Meinung, und ich muss es ja rein subjektiv immer bewerten, ne, weil manchmal treffe ich halt nicht den Geschmack von Leuten, deswegen sage ich, das Spiel ist für mich absoluter Bullshit. Tut mir manchmal leid, ne, aber es macht keinen Spaß, es macht wirklich keinen Spaß für mich. Ich würde das jetzt nicht weiterzocken, weil ich habe es jetzt nur eine Runde mehr, ich habe nur eine Runde mehr gezockt, weil sonst die Trash ja 6 Minuten lang gewesen wäre und das hätte ich euch auch nicht antun können. So habe ich zumindest noch ein bisschen Material gezeigt und ja, wie gesagt, Link wie immer in der Videobeschreibung, Daumen nach oben, wenn ihr Meinung seid, Daumen nach unten, wenn nicht, ne, das Übliche. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Trash Night, haut rein, ciao!